Willkommen zurück zu Rom 2 Total War Caesar in Gallien. Hier ist wieder Fabi. Und hier geht's gerade ganz schön rund in der Region Rauricorum. Da haben ja irgendwie einige Ambitionen, was zu machen. Die Sueben kriegen es nicht hin, das ordentlich zu verteidigen. Die Vangionen plündern auf meinem Gebiet. Die Häduer stehen mit einer Verstärkungsarmee da. Und ich wollte jetzt nochmal bei den Mandubiern fragen. Ich meine, die finden mich ja nicht so scheiße. Habt Ihr ihr ehrt vielleicht uns, wenn Bock? wir fertig gesprochen haben. Erwartet uns ein Mahl, groß genug für zwei Armeen. So, Schutzbündnis? Nein. Militärisches Bündnis? Nein. Ich werde nicht eurem Krieg beitreten und die sind ja anscheinend schon bei mir mit drin. Ja. Die haben Krieg mit Vangionen und Sueben. Da wäre es natürlich cool, wenn ich mit denen noch ein Bündnis hätte, wenn die meine Ambitionen mit unterstützen würden. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Das schlägt sich dann auf die öffentliche Ordnung. Was kann ich denn hier zum Beispiel noch bauen in den italienischen Städten? Vier Prozent Forschungsrate, okay. Eigentlich will ich dieses Aquädukt auch nicht weiter ausbauen. Seehandel habe ich wahrscheinlich so gut wie gar nicht. Was ist denn eigentlich in Massilia so los? Wo gehen die jetzt eigentlich gerade mit ihrer Armee hin? Das wüsste ich mal gerne. Auf jeden Fall habe ich immer noch negative Ich öffentliche erwarte Ordnung. eure Befehle. Und ich will noch ein Rom zu dienen Legionär ist in eine der große Truppe. und glorreiche Sache. Dann pfeifen wir jetzt mal. Wir haben ja gerade ein bisschen Geld auf die leichte Kavallerie und holen uns dafür die schwere. Dann ist die Armee nämlich gut ausgerüstet. Das ist ja Caesars Legio 1 Gallica. Und wir holen uns mal diese Technologie noch hier. Die kostet uns 3200. Habe ich das jetzt schon erforscht mit dem weniger Geld für die Technologien? Ja, minus 20% Technologiekosten. Dann machen wir das hier mit dem 10 Olivenöl aller Regionen als Handelsgut und wir können das römische Munizipium und die römische kleine Stadt bauen hinterher. Das wäre nämlich hier drüben interessant in Sozium, weil das ist auf Level 3 ausgebaut und ich kann es nicht umbauen, weil mir momentan noch die Technologie fehlt dafür. Ja. Technologie erforschen wir jetzt also. Dann gehen wir mal wieder hier an den Schauplatz und gehen in die nächste Runde. Ein Charakter hat noch eine nicht zugewiesene Ich lebe, um Fähigkeit. Das Rom ist zu dienen. mein Bereit, Patrizier, willig und fähig. der hier schon mal die ganze Kultur umwirft, bevor ich die Stadt überhaupt einnehme. Wie kann ich euch dienlich sein? Kann Ich ich muss euch unbedingt mal behilflich gucken, dass ich sein? diesen Kundschafter hier Zu euren Diensten. Wie kann ich euch loswerd. dienen? Wie kann ich Rom dienen? Attentat. Attentat. Attentäter anheuern. Probier das mal. Feiglinge Weil sterben das ist schon der vor Typ, der ihrem jede Tod Runde meine siegreich. Armee aufhält. Für den Ruhm Roms. Dann habe ich jetzt nämlich die Chance, Zu euren Diensten. nächste Runde vielleicht doch Ich lebe, angreifen zu um Rom können. zu dienen. Wir versuchen es einfach. Jetzt kommen die soeben und greifen an, oder? Ja, das wird mal ein schönes Gefecht. Riesenarmee. Die Garnison, ja. Da kann ich die Garnison gleich noch mit aufreiben.
Das wird lustig. Dann bleibt von denen nicht viel übrig. Dann kann ich die Stadt praktisch gleich überrennen nach der Schlacht. Sollten wir sie gewinnen, aber ich gehe mal von aus, das sind nur Keulenherr-Banner und Speerträger. Und wir haben das Glück, in der Verteidigungsposition zu sein. Aber ein gutes Gelände wäre gut dafür. Wie wär's mit diesem Hügel hier? Ich verschaffe mir dann hier mal ein bisschen Zeit. Die Legionäre. Ich muss die erstmal nur hier runterstellen. Ich kann die dann, ja, wenn die Schlacht läuft, noch... Wieso hat er so viele Reiter? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum ist das kein Legatus, sondern eine Legionärskavallerie? Muss ich, glaube ich, nicht verstehen. Aber ich halte es für keine gute Idee, da oben auf dem Bergrücken zu verteidigen. Obwohl, hier könnte mir natürlich dann gleich die Garnison in den Rücken rennen. Wir lassen uns mal überraschen. Die Augen des Senats und ganz Roms sind heute auf uns gerichtet. Wir wollen sie stolz machen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Und auch die römischen Götter blicken auf uns herab. Sorgt dafür, dass ihr keine Schande über sie bringt. Ich hoffe, dass jetzt keiner von denen in meinem Rücken rauskommt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Anhalten! Schnell vorrücken! Ich möchte nur mal hier einsehen. Nee, da habe ich Glück, da kommt keiner. Keine Verstärkung. Aber von da kommt die Hauptarmee. Müssen wir hier die Ballisten noch mal ein bisschen drehen. Dann unsere Legionäre. Wir haben ja Zeit. Wir haben so endlos viel Zeit. Ballisten werden in Stellung gebracht. Dann stellen wir hier unsere Legionäre davor, um die Ballisten zu schützen. Schnell vorrücken, Krieger! Und die erste Kampfreihe. Muss ich ein bisschen weiter unten anfangen. Bilden die keltischen Krieger. So, Legionäre gehen in Stellung. Mutige Römer bis zum letzten Mann. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, ne, dass ihr bis zum letzten Mann kämpfen müsst. Ich hoffe ja, die sind eher im Arsch. Was haben die nochmal? Raserei, genau. Auf jeden Fall bilden die jetzt, weil die in erster Reihe stehen, einen Schildwall. So. Dann gucken wir doch mal, wenn er kommt. Ja, die sind gleich im Range meiner Ballisten. Und meinetwegen könnt ihr ganz so als Pulk stehen bleiben. Was kommt denn hier außen rum? Keulenherr-Banne, jugendliche Keulenherr-Banne. Ja, die kann ich leider nicht mit der Kavallerie überrennen. Die
Ganz da hinten läuft der General. So eine feige Sau. Mit Schwertmeistern, die sind gut. So. Wir nehmen sie unter Beschuss. Geht das eigentlich noch? Es geht sogar noch. Dass man die Dinger sogar selber steuern kann. Der hat gesessen. Natürlich nähert sich der Feind. Aber viel wird es nicht überleben von denen. Nehmt mal explodierende Geschosse, weil da haben wir die wenigsten eine Panzerung von denen. Jetzt kommen die ersten Explosivgeschosse. Dadurch, dass das halt echt fast ungepanzerte Einheiten sind, sind die auch so richtig verheerend. Ich werde auf jeden Fall meine Stellung halten. Hier kommt seine Verstärkung. Da wanken schon die ersten. Artillerie ist halt was Fieses, ich weiß. Aber effektiv. Definitiv effektiv. Der hat gesessen. Voll in die Gruppe rein. So, wir rücken jetzt ein Stückchen vor, damit die auch schön in der Steigung kämpfen müssen. So, wir haben jetzt nicht mehr viel Muni. Deswegen... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Palisten können gleich mal gehen. Auch. Zieht euch zurück! Nahkampfinfanterie zu euren Diensten! Jupiter gibt uns Kraft! Obwohl, keine gute Idee, das sind Jugendliche. Und Herbandsperre, das ist Kacke. Für Ruhm! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht. So, die Legionäre müssen jetzt hier jeweils an den Linien gucken, dass meine Speermauer nicht umlaufen wird von denen. Auf jeden Fall bringe ich meine Ballisten in Sicherheit. Die Männer wanken. Wer wankt? Ey, das kann nicht wahr sein. Macht ihn nieder hier. Unser General wird angegriffen. Das war schön für unseren General. Irgendwie halten die Krieger! Keltischen Krieger doch nicht so gut stand, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte. Die Römer sind bereit, ihre Was macht jetzt meine Kavallerie? Legionäre! Wo ist meine Kavallerie zum Teufel? Zeit für Ruhm! Wir schlagen jetzt diese komplette Truppe mal in die Flucht hier. Legionäre! Krieger! Kärnten! Ja! Legionäre! Verstückelt sie! Wo ist meine Kavallerie? Im
Infanterie! Mutige Römer, bis zum letzten Mann! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Deutsche Römer! Durch Angreifer! Jetzt stehen da noch die zwei Generäle, oder? Krieger! Bewegt euch! Schnell vor und ein zum Einsatz! Vorwärts! Obwohl... Anführung! Holt euch lieber die fliehenden Einheiten. Ist besser. Dann nehmen wir nochmal so viel mit wie geht. Schnelle Nahkampfkavallerie! Hier einfach durchmähen. So. Steht der da oben immer noch am Hang, ja. Der Siegesmund. Und der Leopold kommt hier mit seinen Odins Speeren angelatscht. Das ist jetzt ein Gemetzel hier. Wichtiger ist es, dass die Generäle nicht hinkommen. Der ist schon am Wanken. Der feindliche General ist tot. Krieger! Legionärskavallerie! Ketten! Haltet ein, Krieger! Vorwärts! Mir nach! Halt! Schnell vorrücken, mutige Römer, bis zum letzten Mann! So. Da hier kommt noch der letzte von denen. Was ist denn jetzt mit euch? Wollt ihr vielleicht angreifen? Ich wäre dafür, dass ihr angreift. Was macht ihr denn hier? Geht ihr bitte mal in Formation? Wie viel Luft haben die noch? Die sind nur noch fit. Die Legionäre gleich hinterher. Was machen die denn jetzt? Ah, der Hang ist zu steil. Ich kann nur an dieser einen Stelle hoch, das ist tödlich. Das ist tödlich, dass die nur an dieser einen Stelle hochkommen. Denn jetzt ist er im Vorteil. Ich hätte ihn umlaufen müssen. Kavallerie zu mir! Ja, jetzt haben die Krieger nochmal richtig Verluste. Die Steuerung ist ein bisschen blöd hier am Hang.
Eigentlich kann ich alle Einheiten nehmen. Drauf da. Weiter. Die kriegen wir noch. Diese Schwertmeister. Ja, wie viel sind's noch? Auf jeden Fall gibt es hier gerade jede Menge Erfahrung, so wie man sieht. Ich will auf jeden Fall den General noch erwischen. Das ist nämlich wichtig. Da haben wir es ja. Der Boden bebt und der Depp-Truppe. Das ist Wahnsinn. So, dann können wir das ja beenden. Knapper Sieg, ja klar. Der war ja sowas von knapp. Gut, ich habe 480 Mann verloren dabei. Das ist ein Drittel meiner Armee. Gut, diese Wangion wurden vernichtet. Die hatten böse Verluste in der Garnison. Und diese Armee ist auch ganz schön niedergemetzelt worden. Da hinten fällt der Wangione um. Müssen sich zurückziehen. Nein, jetzt nehmen mir die Hedua die Stadt weg. Ich krieg die Krise. Sind das Sackgesichter? Eigentlich müsste ich die Gefechtsunterstützung ablehnen. Aber dann mögen die mich nicht mehr. Deswegen machen wir halt mit. Bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt haben wir diese blöden Hedua die Stadt weggenommen. Ich könnte so kotzen. Ja, genau. Und ich bin wieder der Einzige, der Verluste hat, ne? Er hat hier gar nichts verloren. Hat er überhaupt gekämpft? Weißt du? Hat er jetzt nur geplündert? Ich glaube, der hat die Stadt nur geplündert. Gut, jetzt greift er mich nochmal an. Mit drei Armeen. In der einen ist ein Skorpion. Ich sage, ich mache kurz einen Quicksave. Und diese Schlacht machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, sagt Fabi. Ciao.